Und jetzt als letztes, mein eigentlich erstes Gedicht. Ich habe mich anfangs an Liebesgedichten versucht, aber im Endeffekt war es eher ein Gedicht für all die großen Frauen da draußen, die mir viel bedeuten und ich echt gerne unter anderem ein bisschen geschenkt habe. Der Skorpion. Wieso verstehe ich die anderen Männer nicht? Du bist doch nur ein Mädchen mit einer harten Schale und einem weichen, wenn nicht sogar verletzlichen Kern. Die anderen haben Angst, dich die Zähne an deiner Schale auszubeißen. Diejenigen, die es aber mit dem falschen Werkzeug probieren, verletzen sich nur selbst oder vielleicht sogar dich und du bist mir nicht unwichtig. Ich frage mich, wieso der Kern so eine harte Schale bilden muss. Was hat dazu geführt? Hat man dich damals wegen deines Aussehens gehänselt? Dann ist aber aus dem hässlichen Entlein ein hübscher, imposanter und zugleich zierlicher Schwan geworden. Einer mit samtenem Federkleid. Oder war vielleicht deine Schönheit der Grund und man hat dich zu oberflächlich behandelt? So steht dir nicht zu, du bist nicht nur oberflächlich schön. Das verletzt stolze Herzen, wie dein Satz ist. Die ist fast nichts zu schwer. Du bist immer mit einem Lächeln dabei. Ein Lächeln, welches so kräftig strahlt, dass es mich jeden Tag das Leben lehrt. Aber wie das Leben so spielt, auf viel Gutes folgt meistens auch Schlechtes. So sehe ich dich öfters, irgendwas scheint dich zu betrügen. Das muss ich sagen, so sehe ich dich gar nicht gern. Aber es ist mir ein Verlangen, etwas dagegen zu tun, als den Anblick zu meiden. Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie eine sonst so euphorische Seele wie deine auf solch einsame Weise vergraut. Wieso verstehen dich die anderen Männer nicht? Das ist etwas, was ich mich schon öfters frage. Niemand kann dich einsperren, niemand kann dich lenken. Aber auch ein freier Vogel hat ein Nest, einen Schwarm. Wärst du so ein Vogel, so wärst du das Alpha-Tier. Und wie eben dieses beschützt du deine Liebsten, bist herzlich zu allen, die deine Freunde und dir gut gesinnt sind, aber grausam zu jedem, der das alles bedroht. Und auch wenn du gerne die Herrscherin bist, so braucht jede Herrscherin einen Herrscher. Und selbst wenn der nicht viel mächtiger ist als sie, selbst dann ist er wenigstens auf gleicher Höhe. Ja. Was macht man schon mit einer Frau, der man alles sagen kann? Wo bleibt da der Reiz? Du bist einmal die Katze unter den Frauen. Du kommst, wann immer du willst. Machst, was immer du willst. Lässt deine Menschen glauben, dass du ihnen gehorchst, weil du weißt, was du dafür bekommst. Manchmal aber kommst du auch genau dann, wenn es die anderen brauchen. Hört sich an, als würde sie nicht von der Bühne klatschen wollen. das war's fürs erste Mal von mir. Ich komme nachher noch einmal auf die Bühne als Schlagzeuger von der E-Band. Seifenstein, bring es mir mal ein Wasser. Okay. Ja, wir haben zwei besondere Überraschungen für euch und ich hoffe, es wird euch gefallen. Dankeschön.